Guten Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. Und ich werde mit dem Trucker NRW, werde ich gleich nochmal kurz losmarschieren und Öl farmen, damit ich nämlich Beef Jerky machen kann, sozusagen. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Oh, Wasser nehme ich auch nochmal glatt mit. So. Also ich wäre quasi sozusagen... Ja, ich habe den Trilo gerade, bevor der wieder im Wasser verschwindet, erlegt. Ach so, das sind diese, wie heißen die, die aussehen wie Kellerasseln, die Viecher. Genau. Ah, guck. Ah, kleines Floß hier. Ja, weil da hinten ist es popo kalt. Okay. Oha, das leckt aber hier ganz schön gerade. Yep. Oha. Battle Cat. Ah, von He-Man also. He-Man-Fan, ehemaliger. Genau. Mal gucken, da wir jetzt hier drüber kommen. Die haben links zugebaut, da komme ich nicht mehr her. Aber scheint zu gehen. Ich hoffe, du bist warm angezogen. Nö. Ansonsten, wenn es zu kalt wird, machen wir die vier Fackeln an. Ah ja. Weil ich habe mich jetzt komplett natürlich einmal entmüllt, also ich habe gar nichts dabei. Essen solltest du dabei haben. Ja gut, Essen habe ich dabei, ja. Das habe ich dabei. Das habe ich immer dabei. Naja, stimmt nicht ganz. Oh, es leckt aber heftig hier. Meine Güte. Also, kann ich im Moment nicht sagen. Ich denke mal, weil er ein Gebiet ist, was, wo du noch nicht warst, dass er dann erstmal alles laden muss. Das ist natürlich gut möglich, ja. Aber das Floß hier, das ruckelt richtig heftig hin und her. Also, das ist schon... Ja, also sehe ich nichts von. Okay, dann vielleicht mal... General Shadows, Terrain Shadows, Textures... Medium. Okay. Naja, das siehst du ja nachher im Video, wie arg das leckt. Aus dem Sinne. So, ich glaube, wir werden mal kurz eine Aufnahmepause machen. Wir sind jetzt 2 Minuten da. Ja, siehst du. 2 Minuten muss ich noch einsparen. Okay.
Huch. Lass mein Floß ganz. Ja, es wäre besser, aber ich habe die falsche Taste gelegt, ich sehe das schon. Naja, dann siehst muss die Aufnahme doch durchlaufen. Siehst du die Steine, die da vorne stehen, mit dem Schnee drauf geradeaus? Diese Felsklumpen. Ja. Genau, das sind die Ölsteine, die kannst du mit der Pike abbauen. Ah ja, die so ein bisschen gräulich sind. Ja, dunkler halt. Ja, oder so. Gucken, ob hier kein Alpha rumrennt oder so. Gut, dann muss ich mir auch noch vielleicht mal ein paar Winterklamotten noch mal craften. Ja. So, ich versuche direkt ranzufahren. Achso, die im Wasser, ja, okay. Weil da hinten sind Wölfe. Schwimmen die hier rüber, oder? Ganz komme ich noch nicht ran. Kannst du noch ein Stück? Oh, das sollte reichen. Danke, reicht. Oh, da ist aber ordentlich was los hier. Ja, ich räume mal eben auf da. Der erste kommt schon angelatscht. Oha. Du machst aber auch kurz einen Prozess da mit einem. Naja, gut, 171. Level 4. Ich halte den Rücken frei. Sehr gut, danke. Ja, muss ich mir jetzt mal warm arbeiten hier, das passt schon. Vorsicht, komm zurück. Dann kommt noch einer. Siehst du auch so leicht leuchtende Steine? Ja. Das ist Silizium, diese Siliziumperlen, die kannst du auch abernten, wenn du keine Picke in der Hand hast. Ach so. Das sind die, die aussehen wie Muscheln da, oder was? Genau. Und die brauchst du hinterher auch für hochwertigere Sachen. Verstehe. Okay. Na gut, Hauptsache ich weiß jetzt mal, wo die sind. Brauchen tue ich sie momentan eh noch nicht. Boah. Machst du drauf? Ansonsten drehe ich. Nee, im Moment. Da leckt gerade ein bisschen beim... beim Hochspringen hier. Na, jetzt geht's. Bin drauf. Hast du genug oder brauchst du noch was? Warte, ich guck mal. Also ich habe jetzt 150 Öl. Ich denke mal, das reicht erstmal. Ah, mal. Da kommst du dick aus mit. Ich weiß zwar nicht, was dieses Beef Jerky da frisst, aber ich denke mal nicht, dass es so viele sein wird, oder? Nö. Ich glaube, pro Stunde schafft er eins und braucht
ein oder zwei Öl, weiß ich jetzt nicht. Ach so, ja. Das passt schon. Ist das hier schon dieses kleine Floß, was man, dieses Floß, was man freischalten kann, oder? Ja, genau. Weil das auf dem Bild relativ klein aussah. Das ist auch kleiner, nur ich habe hier Halls, Foundations und Celix dran gebaut. Ach so, und das trägt er so ohne Probleme. Na gut. Das Floß hat auch keine Gewichtsbegrenzung, sondern nur eine Baubegrenzung. Das heißt, man kann nur eine gewisse Anzahl an Sachen drauf verbauen. Ich glaube 35. Ach so, okay. Das zeigt er dann aber auch an, nehme ich mal so an, oder? Ja, er sagt dann hinterher, geht nicht mehr. Ach so, okay. Ja, dann werde ich gleich noch ein bisschen Fleisch zubereiten. Guck, bei mir eine Katze, das kannst du dann gleich rausnehmen, weil ich brauche kein Fleisch mehr. Ach so. Ja, ich habe ja noch viel noch im Trog, habe ich ja auch noch eine ganze Menge. Was ich von eben noch alles eingesammelt habe. Unrost. Cambry, Silicon Plates. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier leckt das trotzdem noch so. Na, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit dir mitfahre. Das kann es natürlich auch sein. Ist auch möglich, ja. Aber du stehst bei mir ganz still auf dem Floß. Ja, bei mir ruckelt auch nur wirklich das Floß selber. Du natürlich. Deine Katze, die steht auch still. Fahr du mal. Ein Titanic. Ah, ich weiß nicht. Also der Name ist hoffentlich nicht Programm. Ja, deswegen sage ich nämlich, irgendwie kann ich nicht, doch jetzt. Ja, guck mal, bei mir ist es jetzt ruhig. Ja, und dafür ist es jetzt bei mir am Ruckeln. Na, siehst du, also daran, das liegt daran. Ich möchte nicht der Kapitän sein. Der Kapitän muss mich immer mit seinem Boot untergehen, das ist nicht gut. Mist, er hat mich durchschaut. Ja, siehst du. Naja. Wusstest du übrigens, dass es einen zweiten Teil von Titanic gibt? Negativ. Ja, jetzt weißt du es. Es gibt tatsächlich einen zweiten Teil von Titanic. Titanic 2 quasi. Aha. Ja. Wie man sich denken kann, ist der Film ganz beschissen. Was ich kenne, ist dieser uralte Film Hebt die Titanic. Habe ich sicherlich auch schon mal gesehen. Ja, wo die irgendwie mit Luftballen oder so an der Oberfläche holen. Ah ja. Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall Titanic 2 muss man auch nicht gesehen haben. Da geht es nur darum, dass ein Milliardär baut für das ganze Geld, was er hat, eine zweite Titanic. Weil er sagt so, hier, ich krieg das hin, dass die nicht sinkt. Naja, und wie das denn halt so sein muss, ne? Ja. Aber ich habe nicht mal Teil 1 gesehen. Mir war da zu schnulzig. Ja, gut. Das ist, meine ich, auch zu schnulzig, aber naja, so technisch und von der Sache her ist es schon interessant. Aber der zweite Teil ist so unlogisch. Vor allem das Geile ist ja, da wo die Titanic eigentlich längs fahren soll, ach Gott, das ruckelt das hier, wo die Titanic eigentlich längs fahren soll, da gibt es gar keine Eisberge, so. Und was haben sie sich einfallen lassen? Dass dann so ein Tsunami irgendwo... wie kam denn das? Irgendwie haben sich die... Hey, ich bin da. Abgesetzt. Das irgendwie durch das... Kannst du meine Katze rüberreiten? Katze rüberreiten, ja. Oh, die hängt hier komisch irgendwie so ein bisschen fest hier an dem... Gucken, ob das... Schau mal, ob das geht.
Ah ja, okay. Die hängt im Holz drin. Ganz merkwürdig. Ah, jetzt ist hier oben drauf. Katzen mögen ja kein Wasser. Oh, die schwimmt ganz gut. Ich gehe schon mal vor. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, genau. Ich schipper hier gerade auch ein bisschen durch die Gegend. Schwimmst du? Nö, ich bin hier gerade, bin gleich schon hier. Noch hier im Hügel noch hoch. Hügel hoch. So, jetzt parke ich ihn neben dem weißen T-Rex hier. Oder so. So. Abgesetzt. Jo, super, danke für die Hilfe. Gerne schön. Also mal gucken, was das für ein Airdrop ist hier. Ist das ein roter? Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Level der hat. Lila Farben. Oder lila. Sah jetzt gerade wie rot aus der Ecke hier. Gute Frage, weiß ich gar nicht. Na, gehen wir mal gucken. Ja. Wahrscheinlich wird er dann gleich sagen, doch kann ich annehmen, geil. Habe ich aber schon. Medium Crop Slot. Blueprint Metal Sign habe ich schon. Okay. Dies habe ich schon. Achso, ich hatte das Fleisch vergessen. Oh, komm ich nur hoch. Warte, ich komm runter. Ich bin ja schon da. Ich wohne ja gleich um die Ecke. Und du willst gar nichts von dem Fleisch, hast du? Nö, was, meine Tröme sind voll. Ah ja, okay. Na gut. So. Mach ich gleich mal das Fleisch fertig. Das Fleisch. Jetzt mal ist das schon drin. User joined your channel. Amen. Na, Band. Na, sag mal, was ist das schon wieder für ein großes Update hier? Nee. Ach Quatsch, das ist ja hier das andere, was da hier runterlädt. Das ist ja Dirty Bomb. Ich dachte, das wäre schon 1,4 GB schon wieder bei Ark. Da ist er ja schon mit fertig. Ich dachte schon, hier kam hier irgendwas Großes wieder. Aber der aktualisiert sich schon wieder ein anderes Spiel im Hintergrund. So, hatte ich jetzt die Handschuhe hingepackt? Ich glaube hier rein. Ne, da war der Sattel drin. Reitet euch ihr dann nochmal über die Fleischfresserinsel? Da. Heute Abend oder nicht mehr? Ne, heute nicht mehr, aber ich heute bin nicht jetzt mehr. Gleich auf. Ja, sein könnte, dass einer nochmal unterwegs ist. Da dann noch so ein Peradon, der wollte ich dann nochmal. Der muss dann vielleicht noch ein bisschen gelevelt werden. Ja, ich habe auch noch so einen Riesenvogel, den wollte ich auch noch leveln. Dass ich mal einen hab, wo ich mal rüberfliegen kann in der Eiswüste, dann praktisch ins Schneebi oben, um dann zum Zähmen, weißt du, dass ich da mal einen mitnehmen kann, der da mal so als Kampfvogel. Ich bin heute mit dem großen Vogel geflogen, mit dem T-Rex hinten drauf auf der Plattform. Ja? Das sah aus. Wie hast du den da raufgekriegt?
Hast du eine Rampe rangebaut zum Hochlaufen oder wie? Nee, unten bei uns an der Basis ist ein Stein, wo man hochlaufen kann. Und der ist, wenn ich mit dem Vogel daneben stehe, genauso hoch wie die Plattform. Ach so. Na, das ist doch gut dann. Jo. So. Habe ich im ARK-Forum auch ein Foto reingestellt. Hier mit meinen Vögel los, warum liegen hier keine Eier mehr? Letzten zwei Tage haben so schön Eier gelegt und jetzt ist nichts mehr. Bande. Fällt das nicht im Haus, wa? Tja, ja, manchmal. Jo, was mache ich denn jetzt hier Schönes? Aber die Früchte verwelken können die nicht, oder? Wenn du dann nicht heute und morgen aberntest? Oh, das weiß ich leider nicht, ob die Verfallsdatum haben. Wenn du denn zum Beispiel die Beete, die man angelegt hat? Nee, Platz hier, ich muss fertig bauen, hier kommt man ja nirgends rum. Alles voll mit die Viecher. So, Spark Powder, Oil Cooked Meat. Ah, ja. Ach, siehst du Spark Powder, das wollte ich doch nochmal machen. Siehst du, ich wollte nochmal sag ich doch. An Kilo losreiten. Jo, dann packen wir da rein. Der ist nicht hoch. Spark Powder. Ausschalte. Unglaublich. So, Dinos sind versorgt. Ich melde mich wieder für heute. Ja, alles klar. Schönen Abend noch. User disconnected from your channel. So, können wir noch mal lernen. Tight Gloves. Weit weg, warum zeigt denn hier kein Level an? Das Fleisch soll das reichen. Gut, dann werde ich mich jetzt auch mal so langsam verabschieden. Und noch ein bisschen Fleisch braten und hier einlegen, weil dann kriegen wir nämlich hier Jerky raus über Stunden. Naja, lassen wir einfach mal so vor sich hin sickern. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann gibt es dann auch bald neue Folgen von ARK Survival Evolved. Und ja, denn bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.